der spirituelle Name Dayamata. Dayamata, meistens Verkürzung Dayamata, aber eigentlich vom Sanskrit Dayamata, ist die Mutter des Mitgefühls. Mata ist in Indien eine ehrerbietige Bezeichnung von jeder Frau. Mata, Mutter, heißt jemand, die Manifestation der göttlichen Mutter ist. Diejenige, die auch viel Gutes hervorbringt. Und Dayamata ist die Frau, die voller Mitgefühl ist, die anderen ihr Mitgefühl schenkt, die anderen ihre Liebe schenkt. Daya ist zum einen Anteilnahme und Mitgefühl, ist aber auch Mildtätigkeit und tätige Nächstenliebe. Auf gewisse Weise könnte man sagen, Daya ist das, was dem christlichen Begriff der Nächstenliebe, die ja auch Mildtätigkeit und Erbarmen mit einbezieht, am nächsten kommt. Dayamata, man könnte auch sagen, die Mutter der Nächstenliebe oder diejenige, deren Mutter die Nächstenliebe ist und da Mata auch ein Beiname ist der göttlichen Mutter, diejenige durch die Kraft der göttlichen Mutter voller Herz, Mitgefühl und Liebe ist.